Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stuttgart, schauen uns eine Einzimmerwohnung an, ja, die wir kaufen wollen. In dem Video erfährst du, wie ich den Besichtigungstermin klar gemacht habe und ob wir dann am Ende des Tages ein Angebot dalassen oder nicht. Der Business Case für das Objekt ist halt in erster Ebene kaufen, renovieren, verkaufen. Aber bei Einzimmerwohnungen ist es halt so, die kann man theoretisch im Worst Case, kann man die jetzt für 350 Euro kalt vermieten, ohne Renovierung. Wenn man die renoviert und vermietet, kann man 550 bis möbliert vielleicht sogar 700 Euro plus oder auch 800 Euro dann verlangen. Da ist noch eine Tiefgaragenstellplatz mit dabei in so Metropolregionen wie Stuttgart, immer extrem wichtig, dass man hier einen Stellplatz noch mitliefern kann. Manche Straßen sind easy, da braucht man es nicht unbedingt, da muss man sich aber gut auskennen. In dem Fall ist es gut, dass wir einen Stellplatz haben und die Wohnung hat einen okay Zustand, aber ist halt einfach altersgemäß nicht mehr Stand der Technik momentan. Also kann man schon ein bisschen was machen, muss man aber nicht. Schauen wir jetzt alles an jetzt und der Makler wartet schon auf uns, gerade ist ein bisschen viel Verkehr. Zum Glück sind wir rechtzeitig losgefahren, wir sind 15 Minuten vorher da laut Navi. Denkt immer dran, fahrt ein bisschen früher los, nicht dass ihr zu spät kommt bei der Besichtigung und hinterlasst einen guten ersten Eindruck. So, wir sind jetzt hier angekommen vor dem Objekt. Und hier war es gar nicht so einfach, auch einen Besichtigungstermin zu bekommen. Wie gesagt, eine Einzimmerwohnung, da ist die Nachfrage extrem hoch. Wir haben jetzt die Zusage bekommen für den Termin, aber es war gar nicht so easy. Der Makler hat sich gemeldet mit einem Mailing bei uns, hier neues Objekt. Habe ich Interesse bekundet und nochmal und eine Mail geschickt, kurz angerufen. Ging einfach nichts, also habe ich keinen Termin genannt bekommen, nichts. Und dann bin ich halt dran geblieben, habe gesagt, so, hey, ich will das jetzt anschauen, hier Finanzierungsbestätigung, was ist denn los und so. Weil die Makler sitzen heutzutage echt auf einem hohen Ross, weil jeder will die Wohnung kaufen. Ja, Einzimmerwohnung, gute Lage, jeder will die haben. Wenn du halt ein Objekt hast, das niemand will, dann müssen die Makler richtig verkaufen. Aktuell ist halt so, bei den Standardobjekten, die jeder will, ist es schon fast kein Verkaufen mehr. Einer hat neulich mal zu mir gesagt, Herr Fröhlich, das ist schon lange kein Verkaufen mehr bei uns. Wir nennen das Verteilen. Ja? Und dementsprechend ist es auch halt chillig angegangen von denen. Man muss halt gucken, dass man da dran bleibt und einen Termin auch wirklich dann bekommt und sich gut verkauft und auch wenn man den kennt, dann regelmäßig Gespräch bleiben und so weiter. So haben wir das jetzt auch gemacht hier. Dementsprechend gehen wir jetzt mal rein und ich kann drin leider nicht filmen, aber ich sage euch danach, wie es war und was wir für einen Eindruck haben und welchen Weg wir einschlagen werden. Bis gleich. Jo, also Wohnung war echt gut, muss ich sagen. Also wir haben jetzt hier 35 Quadratmeter, wie erwartet. Bad war relativ neu gemacht, aber halt so billig gemacht. So ein paar Sachen waren gemacht, aber nicht alles. Boden war nicht schön, Wände war nicht schön, Elektrik war alt, Aussicht war sehr schön. Und auch das Allgemeineigentum im Haus war richtig schön. Da achte ich halt immer drauf bei der Besichtigung. Es war halt so alles top neu gemacht, neuer Aufzug, neue Treppenbelege, neue Bodenbelege im Allgemeineigentum, weil wenn man eine Wohnung kauft, die halt schlecht ist, so sag ich jetzt mal vom Zustand, und das Haus ist gut, dann ist eigentlich eine gute Grundlage, aber wenn das Haus und die Struktur im Haus und so weiter nicht passt, dann ist es auch nicht gut, die Wohnung zu kaufen und dementsprechend kann man hier eigentlich relativ wenig falsch machen. Wenn man den Kaufpreis im Verhältnis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nimmt, hat man im Plan B oder im Case B immer noch eine gute Mietrendite. Wenn man die vermietet, wenn man sie verkauft, dann hat man halt einen guten Flipper oder so, wenn man mit dir saniert hat. Muss man sich dann überlegen von der Strategie her, aber ich würde jetzt in dem Fall sagen, das ist eher ein Buy-and-Hold-Objekt kaufen, vermieten und einfach laufen lassen. Sehr gute Anbindung hier zu den ganzen örtlichen Firmen. Hier gibt es auf jeden Fall viele große Arbeitgeber, es gibt viele Berufspendler. Bei Einzimmerwohnungen ist das meine liebste Zielgruppe, wo man auch mal über eine möblierte Vermietung nachdenken kann. Könnt mir gerne mal Bescheid sagen, so in den Kommentaren, ob ihr schon mal eine möblierte Vermietung gemacht habt oder ob ihr immer normal vermietet. Bei möbliert hat man halt den Nachteil, man hat mehr Mieterwechsel, bei normal hat man halt weniger Mieterwechsel, aber dafür eine längere Laufzeit und weniger Stress. Muss man sich ja halt immer überlegen, welchen Weg schlägt man ein. Hier habe ich jetzt direkt zugesagt. Makler, ich meine, war es zu billig, ja. Herr Fröhlich. Kurze Zwischenfrage. Ich habe gemerkt, dass du gezögert hast. Was war jetzt der entscheidende Faktor,
dass du direkt zugesagt hast. Dann. Ich habe ausgerechnet die Mietrendite dann. Genau. Ja, der Makler war ein bisschen erstaunt über diese schnelle Entscheidung. Ja, ich habe die Mietrendite ausgerechnet und es war halt irgendwie ein 5,5% oder so. Ohne irgendwie Risiko in der Top-Lage. Ich meine, hey, wieso nicht, weißt du? Und das ist halt auch jetzt ein überschaubares Risiko. Ich meine, die kleinen Buden kann man immer vermieten. Die haben kein Risiko. Und ich mein, schon teuer für eine Einzimmerwohnung, klar, aber. Und Preisverhandlung, no way. Da gab es ein paar Angebote unten am Angebot. Wir haben jetzt gesagt, Angebotspreis, zack. Und ja, muss ich halt einen sauren Apfel beißen. Ich habe jetzt nichts am Preis machen können. Also bei der Wohnung ist jetzt halt so, das ist definitiv kein Schnäppchen. Die ist ziemlich hoch eingepreist. Ich habe auch gesprochen, ob man Preis was machen kann. Aber es geht nichts, ja. Und wir zahlen jetzt wirklich den Angebotspreis. Und ich hoffe auch, dass es klappt. Weil wir zahlen immer Maximalpreise im Einkauf. Ja, man braucht Kennzahlen und aber auch ein Bauchgefühl. Ich würde sagen, das Bauchgefühl ist fast das Wichtigste. Weil ich bin da jetzt reingekommen, habe eigentlich schon gedacht, ja, ich will die schon, die Wohnung eigentlich, ja. Ja, man muss schon ein bisschen man muss also schon ein bisschen risikofreudig sein. Ne? Genau, weil guck mal, ich sage jetzt zu, jetzt die anderen überlegen bis nächste Woche, dann ist schon weg. Ne? Ja, genau. Okay. Und so kommt man halt an Deals. Nicht unbedingt nur über den Preis, sondern auch über Schnelligkeit und Zuverlässigkeit und so weiter. Und halt auch Seriosität, dass der Makler halt denkt, so hey, das läuft und so weiter mit der Finanzierung. Ja. Und da muss man halt dann die Waage halt richtig finden. Aber ich habe halt direkt zugesagt und hat er gemeint, ah, dann sind wir zu billig. Ja, scheiße, ey. Das darf man natürlich nie den Eindruck vermitteln, dass der Einkauf jetzt günstig ist. Und es ist meiner Meinung nach nicht mal günstig, aber trotzdem hat er es gedacht. Und dann habe ich gesagt, ja echt, jetzt denken Sie das. Ja, nee, war ein Witz. Aber muss man halt gucken, ja, dass man halt da, dass das passt, ja. Okay. Also in der Regel weiß ich schon, bevor ich besichtige, ob ich es kaufe oder nicht. Wenn ich weiß, ich kaufe es zu einem Preis X, dann ist mir der Preis bewusst und ich lasse mir den nicht irgendwie im Nachhinein irgendwie reinreden. Ich weiß schon vorher, was ist mein maximales Ding, wie weit gehe ich, dass man die Grenze halt vor Augen hat und dann ja oder nein zu dieser Bedingung. Und dass man halt auch schnell dann entscheiden kann und dann halt aus dem Bauch raus auch manchmal agiert. Zum Beispiel jetzt im Nachhinein wäre es besser gewesen, morgen früh eine Mail zu schicken. Vielen Dank für die Besichtigung. Wie besprochen, melde ich mich bei Ihnen und ich habe Interesse, die Wohnung zu kaufen. Ja. Und jetzt habe ich halt schon gleich gesagt, dass ich Interesse habe. Da ist schon ein bisschen die Luft raus so zwischen Verkäufer und Käufer, weil der weiß eh schon Bescheid. Ja. Und denkt sich so, ja, chillig. Kann ich ja mit den anderen ein bisschen spielen. Vielleicht steht ein Dummer auf, der zahlt noch 10.000 mehr. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt vielleicht verspielt oder ich weiß es nicht. Ich sage es dann irgendwann mal in ein paar Wochen. Ob wir die gehofft haben oder nicht, aber aus Diskretionsgründen kann ich das leider noch nicht zeigen, klar. Okay. Ist auch verständlich, denke ich. So, und jetzt auf zur nächsten Besichtigung. Heute ist Besichtigungstour. Wir haben eine lange, lange Autofahrt vor uns und checken ganz viele Objekte aus und geben ein paar Angebote ab und ich hoffe, dass einiges klappt. Euch in diesem Sinne ganz viel Erfolg bei euren Besichtigungen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Eine Hausaufgabe für euch alle, eine Besichtigung nächste Woche. Nächste Woche eine Besichtigung. Egal, wann ihr das Video anschaut, auch wenn es schon älter ist, eine Besichtigung nächste Woche.